Hi, ihr lieben Bastler, da bin ich mit einem neuen Video. Diesmal geht es um eine kleine Box. Das ist eine Squeeze-Box. Ich zoome mal ein bisschen raus. Da sieht man es besser. Die ist natürlich wie immer von Tonic Studios. Ich mache sie mal auf. So. Jetzt wird gesqueezed und dann geht die Box hier auf. Hier vorne habe ich das Muster in die Box reingestanzt, sodass man ins Innere schauen kann. Ich habe es offen gelassen, man kann es aber auch mit Transparentpapier oder so einem Pergamentpapier hinterlegen. Das sieht auch ganz schön aus. Ein kleines, schnelles Projekt, um schnell was hübsch zu verpacken. Das war es dann eigentlich schon. Also dekoriert habe ich die nur auf einer Seite. Das hinten habe ich mir dann jetzt mal gespart. Aber das kann man natürlich alles beidseitig machen. So, das war die kleine Squeezebox. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Kann man in sehr vielen schönen Farbkombinationen machen. Lässt sich vielseitig einsetzen. Mir gefällt's. Ich werde die noch öfter machen. Ich habe noch irgendwie eine Stanze aus einem anderen Set für eine ähnliche Box. Da muss ich mal schauen, ob ich die demnächst verwenden werde. Dann gibt es dazu auch ein Video. Das war's. Bis demnächst.